Und damit begrüße ich euch herzlichst zu einem neuen Let's Play Projekt. Ich bin es, euer MC Muffix. Und wir widmen uns nun Tales of Vesperia in der Definitive Edition. Ganz ernsthaft, liebe Leute, ich habe Gänsehaut, als ich dieses Opening gesehen habe. Und da war es mir wieder bewusst, es ist endlich wieder Zeit für ein neues Tales-Spiel. Und ich bin so verdammt froh. Der ein oder andere mag es schon gehört haben, ich liebe Tales. Es gibt kein anderes Rollenspiel und generell Franchise, was mir mehr am Herzen liegt. Von meinen ersten Anfängen mit Graces, über das in meinen Augen immer noch beste Tales-Spiel Xillia, über Systeria, Symphonia und so weiter. Okay, Systeria lassen wir mal weg. Bis, ja, 2016 in Japan und 2017 dann in Europa, das bis dato letzte Tales-Spiel, Tales of Berseria, erschien. Und wenn wir uns das überlegen, original 2,5 Jahre, 2 Jahre ungefähr, wenn wir uns den deutschen Release anschauen, ist es her seit dem letzten Spiel des Tales of Franchises. Einige Zeit schon, wenn man sich überlegt, wie die in der PS3-Zeit aus dem Boden gesprießt sind. Tales-Spiele haben immer diesen schönen Anime-Look, ein gutes bis sehr gutes Kampfsystem und ausgezeichnete Charaktere, wo man wirklich bis zum Ende mitfiebert, wie es mit diesen weitergeht. Im Tales-Franchise gibt es ja immer die drei, die als die besten gelten. Abyss, Symphonia, was ja auch immer noch das, ich glaube immer noch das bestverkaufteste ist, und natürlich Vesperia. Ursprünglich erschienen auf der Xbox 360 2008 und dann nochmal in einer Version, die nur in Japan geblieben ist, für die PS3 in einer Definitive Edition. Ja, wir haben nun 10 Jahre gewartet, dass dieses Spiel endlich es auf die Sony-Konsole geschafft hat. Dort, wo man Rollenspiele halt einfach am liebsten spielt. Ist halt einfach so. Kein Mensch spielt Rollenspiele auf der Xbox-Konsole. Deswegen gibt es ja auch inzwischen keine großen mehr. Als die Microsoft-Konferenz war, da sind wir eigentlich schon wieder bei Microsoft, also stimmt es hier eigentlich nicht, und dieses Spiel angekündigt worden ist, ich bin aufgesprungen. Ich bin wirklich aufgesprungen. Da war Devil May Cry und Jump Force und was auch immer. Und dieses Spiel, ich habe wirklich sprachlos war ich. Und jetzt, als ich hier dieses wunderschöne Anime-Opening wieder gesehen habe, wusste ich genau sofort, wieso. Es ist fucking Tales of Vesperia und ich bin so heiß darauf, dieses Spiel zu spielen. Es ist mein meisterwartendes Spiel des Jahres, gleich in der zweiten Woche. Was will man mehr? Wie gesagt, es hat einen guten Ruf und ich denke, wir werden uns nun überzeugen, ob das stimmt. Es geht ja mehr in die klassische Tales-Richtung, die ja dann mit Graces und Xillia ein bisschen dann in eine lineare Richtung gegangen ist und hat noch eine Open World, eine große, die es zu erkunden gibt. Und ich würde nur sagen, ohne noch viel zu schwafeln, starten wir mit einem neuen Abenteuer und mit Tales of Vesperia. Aber davor müssen wir erstmal hier eine Einstellung machen. Wir machen natürlich Textgeschwindigkeit. Machen wir schnell. Normal. Vibration. Natürlich. Linken Stick. Bla. Brauchen wir alles nicht. So. Obwohl, können wir ein bisschen leichter machen. So. Gut. Machen wir das zweimal leiser. Leiser. Komm. Und passt, passt, passt. Lautstärke Film. Natürlich auf die höchste Stufe. Was ist denn das? Plau. Alter, ohne Plau. Ohne meine Skizze kann ich doch nicht spielen. Mann. Was soll ich denn eine Skizze machen? So. Okay. Dann sind wir fertig. Und jetzt starten wir wirklich. Ah, okay, dann machen wir ja nochmal die Helligkeit. Ich weiß gar nicht, wie ich die anpasse. Das ist die Helligkeit. Ach, das wird schon passen. So, komm. Okay, weiter. Super. Zurücksetzen. Starten! Und jetzt geht's los mit Tales of Vesperia. Our world. Terka Lumeres. No one knows how far its lands and oceans stretch. For the people are no match against the hordes of monsters that crawl the earth. Barriers protect the cities in which we live, and we are completely dependent upon them for our survival. These barriers are generated by the Blastia. Blastia use the primeval power of air that fills the world to provide us with fire, water, and light. They provide us with everything that has made the Empire prosper. Ah!
Perhaps one day, we may even forget the threat of the vicious monsters lying in wait just beyond the barriers. The blessings of the Blastia will bestow ever more prosperity to the world and peace to its people. I don't get it. What could have happened to the barrier in this town? From the Imperial capital, Zafios, bedrock of peace, we pray, may tranquility bless this world. Yuri, this is not good! What's with all the yelling, Ted? Look! The Aqua Blastia is broken again! And they just finished fixing it! What's the big deal? Just leave it to the mighty Imperial Knights. That's what they're there for. Huh, the Knights? You know they never come to the lower quarter. What about the heroic Flynn? I already tried to get Flynn. They wouldn't even let me see him! Oh, so I'm Flynn's replacement, huh? Never mind that! Come on! We're short on people! Ted! Ted! You get down here! They need your help, too! I'll be there in a sec! Yuri, come on already! That's weird. He always comes running whenever there's trouble. This place is going to become an aquarium soon if this keeps up. Kaiserliche Hauptstadt Zafios. Ein bisschen ein nasser Ort, aber ansonsten ein schöner Ort. Yuri! Ein echter Mann springt aus dem Fenster, sonst ist es ja langweilig. Okay, gut, dort haben wir unseren ersten Speicherpunkt, das ist aber schön. Sind komplexe Formeln in Städten und Wäldern, die wir machen. Ja, okay, gut. Auf gut Deutsch, wir können dort speichern. So, interessant, was wir in dem Opening hier gesehen haben. Yuri Lowell ist übrigens der einzige Charakter, den ich vom Namen kenne. Das freut mich schon mal. Und das, was wir hier gesehen haben, ist, dass diese Barriere kaputt gegangen ist, dass irgendjemand hier das bewusst gemacht hat, dass hier die Aqua Laguna ausbricht. Und wir irgendwie mittendrin sind. Aber jetzt schauen wir uns erstmal unser erstes Gitter an. First, the trouble with the Knights yesterday. Now the Aquablastia breaks. Why does stuff like this happen every day in the lower quarter? I know. There's no use whining about it. Wieso hat ein Hund eine Pfeife? Ich weiß es nicht. Aber Mai wird schon seinen Sinn haben. So, schauen wir mal hier rein. Da wohnt der kleine Ted, so wie es aussieht. Hi, wie geht's denn so? Zur Seite! Adali! Du hast dir ja wirklich einen äußerst schlechten Platz ausgesucht, um rumzustehen. Du bist mir im Weg. Meine Kunden warten auf mein Essen. Entschuldigung. Yuri, was machst du immer noch hier? Du bist doch ein junger Mann. Bald ich in Hilton, Alter. Oi.
Nicht mal reden darf man hier mit dem Menschen. Na gut, ihr seht, irgendeine Flut ist ja ausgebrochen. Sieht, ja, wie giftgrünes Wasser. Sehr schön. Das Aquablastia ist kaputt. Das überrascht mich ganz und gar nicht. Uns in der Unterstadt könnte man eben nur alte, ausgediente Blastia. Na, wir haben ja gesehen, irgendjemand hat das sabotiert. Aber die Frage ist, wieso? Und wie soll ich das richten? Hey. We've got to seal it off somehow. What's going on? Any sunken treasure down there? Yeah, but you're late, so I'm not sharing. How nice. Hey, it's sink or swim in this world. Looks like that blue-blooded mage we hired to fix the blast deal left the job half done. Glad you could find the time to stop by, Yuri. Take it easy with the water sports, old man. You're not getting any younger. You're up next. Not afraid of a little water, I hope. Yikes. Come on now, put your backs into it. Hey, whoa! Ace is really going at it. He feels responsible. He's the one who pushed the people to get the money together for the repairs. And now he's the one who's all wet. It's not Hanks's fault that mage did a two-bed repair job, though. That's true. He even parted with his wife's keepsake to help raise the money. See the Blastia core anywhere? You know, that shiny piece in the center. Huh? Is it gone? Yeah, the Blastia won't work with the core missing. That aristocrat who came to do the repairs was the last person to touch the Blastia, right? That's right, a Mr. Mordial. And he lives in the royal quarter? Yeah, so? Forget about that, Yuri. Give us a hand here. Sorry, Hanks. I just remembered an errand I've got to run. Hey, wait just a minute. You're not seriously thinking of going to Mr. Mordial's place, are you? The royal quarter? Me? I wouldn't be caught dead going to a place like that. It gives me the creeps. Damn it, Yuri! Just because you can do a few tricks with that bony Blastia, you think you're invincible. Here's hoping he doesn't do anything crazy. He always seems to cause problems when the lower quarter's involved. Even the knights have started keeping an eye on him. Well, it's just an average day for Yuri. I'm sure he'll be fine. Wird schon werden. Okay, gut. Übrigens, ich finde den Effekt so ganz nett. Ihr seht, wir haben ja hier ein Schwert dabei. Also ich finde das so cool, weil anstatt dass er es auf seinem Rücken hat, trägt das hier immer in der Hand. Ihr seht dann so einen kleinen Seilbefäß und das schwingt immer so schön mit. Das ist ja ein schöner Effekt, Mann. Okay, gut, dann gehen wir in die Oberstadt. So wie es aussieht. Und schauen wir mal. Ihr seht, das sieht eigentlich alles relativ normal aus, aber hier wohnen ja auch die Schönen und Reichen. Kennst du das Sprichwort? Wem es an Würde fehlt, dem fehlt es an Menschlichkeit. Ach, natürlich, kennst du es nicht. Schließlich haben solche Leute wie du gar keine Bildung. Entschuldigung, bitte. Ja, aber ich habe ein Schwert. Überleg dir, was du sagst. Willkommen, willkommen in meinem prächtigen Atelier. Merkst du, dass ich genau in diesem Augenblick eine kreative Energie nur so spüre? Nee, aber bitte spüre mich nicht an. Was ist denn, mein Sohn? Hast du dich verlaufen? Saphias ist ja auch groß. Hier verlaufen sich Besucher oft. Die Hauptstadt ist in drei Bereiche unterteilt. Das ist die bürgerliche Mittelstadt. Im Süden ist die Unterstadt. Über die Treppe im Westen geht es in die Oberstadt. Das Schloss liegt im Norden. Zu ihm gelangt man über die kaiserlichen Oberstadt. Du erkennst das am Schloss am Riesingtor. Ja, könnte man hinbekommen. Es sieht zwar so aus, als herrsche im Reich Frieden, aber seine Fundamente wackeln beträchtlich. Wir haben noch immer keinen neuen Kaiser. Hier geht's ja echt bedrohlich zu. Siehst du die vielen Zelte da drüben? Das sind die Zelte für den Vormittagsmarkt. Und das in der Unterstand der Überflutung stört keiner. Was bist du für einer?
Ich bin eigentlich in der Hoffnung nach Safes gekommen, den Leuten helfen zu können, aber jetzt, wo ich hier bin, weiß ich gar nicht so recht, was ich machen soll. Du könntest in der Unterstadt, ey, ihr seid alle solche Luschis. You there! You there! Are you aware of the serious events going on in the world? Over here, right here, I'm the Wonder Reporter, bringing you the articles about what matters most every day. Do you read the newspaper in the morning? Cup of coffee? Donut? What? You don't? That just won't do. What epic thing has transpired today? You'll never believe it. You can read it whenever, wherever, and with no effort at all. Yes, it's the Wonder Log. Put it to good use. And by the way, let's let the fact that I'm in the wall be our little secret, okay? Well then, farewell. Huh? Wunder, Alamar. Ein verwunderter Potter hat eine Sammlung mit Artikeln. Folge deinen eigenen Spuren. Mit dem Wunderanmach kannst du auf die Übersicht im Bibliotheksmenü zugreifen. Schön. Du steckst in der Wand. Also ich kann dir auch gern helfen. Aber nun gut, wenn du nicht willst, dann nicht. Willkommen. Na, wenn das nicht Juri ist. Heute haben wir ein paar tolle Waren anzubieten. Ey, mich kennt man. Oh, Apfelgummis. So gute Angebote sind sie. Der Markt der Fortuna, wo wir stolz darauf sind, unsere Kunden ein Lächeln gratis zu schenken. Kommt jederzeit wieder. Ich lächle nicht. Ich schaue grimmig. Nur gut, wir wandern jetzt erstmal hier zu den Adelshäusern und treffen mal diesen Herrn Murio. Hey, you hear about the Blastia in the lower quarter? Yes, I heard something about it breaking and them collecting money to fix it. That's right. I hear that lot went so far as to sell their treasures to save up the money. Treasures, sir? Worthless junk. Nothing more. They wouldn't have gotten more than one gold for them. Not even one gold? I can't imagine what sort of treasures those would have to be. I'd like to have a look myself. I'm telling you, nothing but junk. Listen to those guys. Poor Hanks. Can't really argue with them about the junk thing, though. What the? Who's there? If you can't understand the value of junk, you're worth less than junk yourself. Repeat, can you find the trail? So they've been taking Blastia cores from here too. Looks like somebody's got some sticky fingers. That's the royal quarter for you. A few Blastia cores go missing, and no one even makes a fuss. When just one is enough to throw the lower quarter into chaos. If they got cores to spare, they could stand to give us some. Found it. Auf Repeat ist einfach verlassen. Aber cool, Mann. Mit einem Stein knockt er die Hase. So super wachend scheint das nicht zu sein. Looks like the nobles are living the sweet life as usual. The lower quarter is right there. They still don't give a damn. It's not their loss, so what do they care? They should act, you know, noble. Not just dress nice and hide in their mansions. Nur du verstehst mich, Repeat. Ich finde es cool, wie sie einfach ausgedrückt hat mit einem Stein. Aber finde ich traurig, weil wir haben ja gehört, Hank hat hier einen Schatz von seiner verstorbenen Frau verkauft, dass sie sich so lustig machen. Haben sie ja noch von... Ey, du! Schöner Dialog. Die Willamsi, die Leute reden von nichts anderem. Eigentlich soll es die ja leer stehen, aber anscheinend sieht man nachts einen Lichter brennen. Vielleicht hat sie jemand gekauft? Das Haus ist recht grummig. Möglicherweise zieht bald ein anderer Adlinger ein. Okay, das hat man schon. So. Oh nein, du bist den ganzen weiten Weg bis hier hochgekommen? Na schön. Du bist wegen des Wassers hier, richtig? Los, verschwinde wieder dahin, wo du hergekommen bist und so sofort. Repeat. Fass. Nun gut. Also. Hier hin in die Villa. Oh, was bist denn du für eine schöne Stute? Oh ja. So. Schauen wir mal, ob wir da reinkommen. So, this is where he lives. Doesn't seem like there's anyone around. I wonder if there's any other way in. Oh,
Was haben die Leute gesagt, dass der werte Yuri sich gerne in irgendwelche in irgendwie, oh, mit irgendwelchen Verbrechen hier? Can I get in this way? Mit irgendwelchen schlechten Leuten, also nicht schlechte Leute, aber dass er immer irgendwie schlechte Vorhaben hat. Tja, schon mal so mit dem nächsten schlechten Vorhaben drin. I know Mordio is hiding here somewhere. Oh, eine Galt? Oh, schau, die haben so viel Geld, die wissen, die können das sogar einfach am Kronleuchter liegen lassen. Oh, magisches Auge. Oh, super. So, nicht hier. Na gut. Da ist er nicht. Da ist er auch nicht. Super, spielen wir Versteck mit. Das ist hier so. Keine Musik? Seltsam. Okay, eine offene Tür muss geben. Ich denke mal, die letzte könnte sein. That must be. Found him. You were Mordio, right? Good boy. What the? The Blastia core is gone. Let's go and get that core back. And give that mage a whooping while we're at it. Yuri! So it is you who are the cause of all this commotion. I know he's poor, but breaking into an aristocrat's house? My, how the mighty have fallen. Just what I needed. Tweedle A and Tweedle B. Just what is a Tweedle anyway? There's no hope of escape. We've got you surrounded. Does it look like I'm trying to escape? See, it's stuff like that that keeps you guys from getting promoted. You did not just say that! I say, you take that back! Enough beating around the bush, I guess. So, und damit kommen wir nun endlich ins Kampfgeschehen. Muss ja auch mal sein, der hat so schöne Lippen. I'll handle this, in the name of the Imperial Knights. I say, I shall be the one to defend the good name of the Imperial Knights. Peons, I say, should stand back. You're the peon. No, no, I say, I am your superior. I appreciate the sentiment, guys, but let's cut the catfight and get on with it. So, bei diesem Kampf ist die Steuerung auf halbe automatisch gestellt. Yo. Also, um mal kurz zu erklären. Ja, gut, wir haben, wie gesagt, klassisch Taste, das heißt, wir haben noch kein... Rund, sage ich jetzt mal. Wir haben nur eine gerade Linie. Also, wir können hüpfen. Das ist, könnte noch später praktisch werden. Ansonsten können wir uns eben mit links und rechts vorwärts und rückwärts bewegen. Okay. Auf einen Gegner können wir mit R1 zielen. Oder warte mal. Ah, okay. Und so wechseln die Kampflinien. Gut. So. Da hält natürlich immer das Spiel an. Und dann kann man hier die Gegner entspannt anvisieren. Okay. Die Richtung des Anvisiertes ging. Okay, nehmen alles zurück. Gut, das ist also doch ein bisschen anders als Symphonie, weil Symphonie war es ja wirklich so, dass man nur eine gerade Linie hat. Hier gibt es auch mehrere Ebenen. So, und frei kann man sich bewegen. Ach, was beschwere ich mich denn? Ich dachte schon, das ist jetzt wieder so ein Symphonie, dass man eben nur eine gerade Linie hat. Aber das stimmt ja gar nicht. Man hat hier eine freie Bewegung. I am your superior. Nay, Focus. You are, I say, clearly my subordinate. I guess I just gotta whack these guys a little. So, und damit kommen wir zum Standard-Tales-Kampfsystem, dem Angriff. Bam, bam, bam. So, spürst du das? Streich an den letzten Move, zack, streich an, zack, zack, zack. Dann schmeißt du das Messer und fängst du da an der Hand. Ja, das ist der coole Mann. Angriffe auch können mit, ausgeführt werden, während man sich mit L2 bewegt. Okay, aber das ist jetzt nicht so lohnend. So.
Okay, während des Bewegens wechselt das Ziel automatisch den angreifenden Gegner. Das heißt also, wenn ich jetzt hinter dem stehe, genau, dann visiert er den anderen an. Ja gut, das ist praktisch. There, how'd that make you feel? How dare you? Hitting someone in the middle of an argument is hardly proper manners. Didn't you hear me when I said, you ready? Or were you not listening? Damn it! Oh, brother. You stop right there! Does it look like I'm running? You, be quiet! Oops, time for a little defense. Das ist so cool. Okay, und mit 4 können wir blocken. Alter, wie krass ist einfach sein schwerer Versuch. So ganz entspannt so. Ja, komm, hau halt drauf, stört mich nicht. He blocked my attack. I say Sonic Thrust. Whoa, come on, give me a break. Ooh, I say, how dare you block my art? Man, you need to calm down. If you can use strike arts here, then I can too. So, guck mal, wie er umgekippt hat, wie seine Attacke aufgehört hat. Okay, und natürlich das Hauptding in Tails-Spielen ist natürlich nicht der normale Angriff, sondern die sogenannten Artes. Und Azurschneider haben wir hier zum Anfang. Aktuell haben wir noch nicht mehr, oder? Kosten dann, dann normalerweise dann auch MP oder wie auch immer. So, haben wir noch andere? Kombinieren, ja, genau. Zack, zack, ja, das wird später noch wichtig. You're not giving up already, are you? I say, Imperial Knights never give up. You have yet to see our true power. This next time's for real, guys. That's my line, I say. Die hätten jetzt so ein mystisches Artes raushauen sollen. Alter! Erster Punch mal und gleich mal down. So, muss man sich doch ein bisschen dran gewöhnen. Kriegen wir aber hin. Sollten wir schaffen. Oh, wir so 3 Schaden machen, Mann. Alter, aber das ist. Ja, das ist nicht so einfach, Mann, wie die anderen Tails-Spiele, weil wir hier leer sehr leicht eingezwängt werden können. Zack. Habt ihr gesehen, wie wir da drüber gestanden sind? Okay, Nummer 1 ist down. Muss ich ein bisschen pausen wieder. Komm. Alter, tu mir den mit deinem Hintern anhüpfen. Machst du was, oder? So, Lebensbalken sehen wir aber... Ja gut, Lebensbalken brauchen wir nicht zu sehen. Come on, guys. You can do better than that, can't you? Looks like I won't be catching up with that carriage anytime soon. How typical of the Schwan Brigade. They can't even manage to capture a single lowlife. Captain Cumor? I say, our apologies for this unsightly display. I'm afraid the Imperial Knights have no use for you lowborn scum. Please, don't let Sir Schwan know about this, sir. I can't believe our taxes go to paying these guys. There he is. I say, that tops it all. Abandoned by his faithful pooch. Well, well, you've had a busy day, haven't you, Mr. Yuri Lowell? I'm rather busy myself, but I suppose I can afford to play with you for a while. Gentlemen! It's rats like you that make Flynn's job so difficult. Flynn, a little suffering is just what that upstart lieutenant needs. When you've finished with him, throw him in the prison as usual. 10 days or so ought to teach him a lesson.